Hallo und herzlich willkommen zurück zum RVZ Together. Ja, ich habe gerade in der Zwischenzeit habe ich schon mal die Turtle schon mal soweit eingestellt und habe die schon mal gefüllt mit Fackeln und sowas, alles was sie braucht. Und ihr seht jetzt schon, die kann jetzt 64 Gänge graben. Das werden wir jetzt auch sagen, bestätigen das Ganze. Und dann legt die ganze Turtle schon los. Ach, da geht's schon los. Ja. Siehst du, die setzt direkt Fackeln. Ach, die baut oben und unten ab. Ja, genau. Ist ja geil. Lauft der nur nicht im Weg rein, weil sonst kann die nicht weitermachen. Ja, Die kriegt und wenn Richtung. Die gleich eine gewisse Anzahl gemacht hat, dann siehst du auch, dann setzt die vor sich die Ender Chest oder hinter sich und lädt dann aus und macht dann weiter. Warum gräbten die? Was für Muster gräbten die? Und was ich dann immer mache, ich grab dann immer hier noch die Rohstoffe ab, wo sie eben halt nicht rankommt. Ach, die lässt da immer Blöcke zwischendrin frei, oder was? Mhm, genau, die macht jetzt richtiges Stück mal in die Gänge. Ja, okay. Ist ja geil. Hast gesehen? Jetzt macht die gerade Gravel. Dann hält die mal kurz an und dann macht die weiter. Ah ja. Oh. Jetzt müsste man das eigentlich auch gleich sehen. Gleich müsste die eigentlich kurz stoppen und dann macht die weiter. Ich hab hier gerade mal Redstone raus, wo jetzt wir stehen lassen. Guck mal hin schnell. Ach, jetzt schon vorbei. Die hat gerade die Ender Chest vor sich gesetzt, hat alles abgeladen und macht jetzt weiter. Ah, ja. Okay. Genau, das mache ich nämlich auch immer. Die Rohstoffe, die sie dann so liegen lässt, die grabe ich dann immer noch mit ab. Aber theoretisch könnte man jetzt noch eine Turtle neben dran setzen, dass sie dann praktisch Eingang neben dran dieses Muster abgräbt, oder wie? Ja, klar. Ah. Das kann man machen, ja. Weil die lässt ja zwischendrin doch immer relativ viel stehen. Ne? Ja, das stimmt wohl, das stimmt. Einmal kurz Platz machen. So, wo ist die Fackel? Fackel, Fackel, Fackel. Du sollst nur mal wieder die Fackeln setzen, wenn sie da, ne? Damit da nichts spawnt oder sowas. Ja, die setzt auch aber Fackeln. Ja, ja, klar. Ich meine, wenn du gerade was abgräbst, wo die so schon war. Du standest im Weg, pam, direkt mal auf die Fresse gekriegt. Du weißt aber, die Rohstoffe jetzt hier lässt zu stehen. Dann müssen wir ja schon noch eine Turtle neben dran setzen, die dann Eingang neben dran nach dem Muster kriegt. Könntest du theoretisch machen, ja, aber ich habe dann immer so gemacht, dass ich dann hinterhergegangen bin und dann noch den Rest noch abgefarmt habe. Ja, aber wenn du es richtig machen willst, dann wärst du so eigentlich am sinnigsten. Ja, könntest du machen, das ist richtig. Also möglich ist das ja. Ah, jetzt hat sie gerade wieder abgeladen. Gerade kurz wieder die Ender Chest rausgeholt. Ich finde dann immer so cool, wenn die ihre Ender-Chest rausholt und dann macht die da weiter. Huch. Au, ist ja in Ordnung. Wie lange hält die Spitzhacke jetzt? Ja, die zeigt dir schon, wenn die was nicht mag. Gang 6 von 64 wurde festgestellt. Autsch. Ja, und woher weißt du jetzt, wie viel Platz sie noch in der Ender-Chest hat? Das kannst du leider nicht sehen. Das heißt, also, wenn die gleich fertig ist, müssen wir einmal auslernen. Deswegen sagte ich, hinterher noch eine zweite bauen und dann lassen wir das automatisch in eine große Kiste oberhalb alles ablagern sofort. Ja. Der zieht dann nämlich alles raus und dann haben wir da nämlich auch kein Problem. Da können wir die nämlich auch wirklich 128 Gänge lang graben lassen. Mhm. Ja, und wäre halt am besten, wenn wir dann die Rohstoffe haben, dass wir da zwei, drei nebeneinander laufen lassen, damit auch die Blöcke hier zwischendrin wirklich wegnehmen. Genau, genau. Damit die richtig ein Areal ausgraben hier quasi. Ja, genau. So, ich habe jetzt nur keine Spitzhacke mehr, das ist ein bisschen blöd. Ach, guck mal, hier unten ist ein Mineneingang, die ist nicht reingefallen. Nö, die fährt einfach drüber. Okay. Oh. Haben wir eigentlich Monster wieder an? Ich glaube nicht. Normal? So. Ja, weil ich jetzt gerade hier in der Mine hier am Ausheben bin, wäre ein bisschen sinnlos, wenn da keine Monster an wären. Ja, ich bräuchte jetzt nur mal eine Spitzhacke, das wäre nicht schlecht.
kannst du ja eine klöppeln kurz. Kannst du die Turtles eigentlich auch zwischendrin einfach pausieren lassen? Nee. Wenn die einmal durchgräbt, dann musst du sie graben lassen. Das heißt, wenn du sie jetzt oder stoppen, du baust sie immer da, aber dann musst du sie wieder von vorne einstellen. Von vorne, okay. Alter, die hat schon Dias freigegraben. Hey. So, ich gehe mal ganz kurz nach oben. Ich werde mir nämlich mal kurze Spitzhacke klöppeln. Hier ist auch gerade Diamant. Gerade ja. Diamant in der Decke gefunden. Oh. Nur das wird eben halt hinterher ziemlich verwirrend in den Gängen. Ja, deswegen meinte ich ja mehrere Turtles nebeneinander, dass sie dann wirklich hier großflächig alles rausgraben, dass nicht irgendwo zwischendrin noch Steine oder was rumhängen dann. Ja klar, das ist alles, theoretisch ist alles machbar. Da der Turtle ja funktioniert, kann man ja dementsprechend auch schön basteln, gell? Richtig, genau. Deswegen hatte ich die auch gebaut. Jetzt weiß auch, warum ich so erpicht darauf war, eine Turtle hinzustellen. Alter, nein. Ja, Kack Creeper hier, ja, wenn wir mal sein. Scheiß Fehler ist doch. Oh, Diamanten. Smaragde. Das ist geil, ne? Die Turtle ist cool, ne? Ja, allerdings. Sag ich doch. Aber ja, und du warst vorher, oh, wenn das Scheißding nichts kann, dann, ne? Naja. Ein bisschen skeptisch hier vorher. Der ungläubige Thomas. Also müssen Salpeter, okay. Ich mache mir ja klassisches Mining, ich nehme mal hier ein paar Gänge auseinander. Ja, mach du mal. Lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich aber sowas von, das kannst du mir mal glauben. Bleierz noch ein bisschen. Redstone habe ich auch schon einiges gefunden jetzt. Ja. Also kriegen wir ein bisschen was zusammengepopelt. Ach, weißt du, weil ich nehme jetzt die Dia-Spitzhacke mit, die gräbt doch sowieso gerade Dias frei. Ach ja, der feine Herr kriegt eine Diamantspitzhacke, oder was? Ja, die ist ja noch von dem Obsidian, weißt du. Sollen wir die da vergammeln lassen? Gehe jetzt nämlich nochmal die Gänge nämlich nochmal nach von der Turtle, ob ich da nämlich noch irgendwas finde. Ja. Da ist Lava, finde ich nicht schön. Nö, Lava ist nicht so geil. Ja. Lava ist ungeil. Aber scheiße, hier ist nämlich Salpeter drüber. Hier ist noch Eisen. Würde ich gerne mitnehmen. Jus! Ach, du bist da ja gerade unten in einem Minenschacht da drin. Ja, genau. Scheiße, aber. Fackeln. So. Silbererz gibt's ja einiges. Ja, Silber gibt's auch ordentlich, ne? Also ich sehe schon, wir werden einiges klöppeln können nachher. Oh. Eine Kiste in einem Minenkarren. Ja. Ah, das finde ich doch mal einladend. Oh ja, das Kies einiges in der Hand. Ah gut, hier ist wieder so ein Emerald, aber die finde ich jetzt nicht so geil. Cadmiumerz. Ich geh mir hier ein bisschen Mine auseinandernehmen. Ah, sehr schön. So, ein bisschen Gold. Die Turtle steht schon mitten im Lava. Ja, da macht er aber nichts aus, wie gesagt. Du hast ja gesagt, kann er nicht kaputt gehen und gar nichts. Also. Richtig, genau. Ist eigentlich voll die Über-Cheat-Waffe hier eigentlich. Eigentlich schon, ja. Oh gut. Das Modpack gibt's her, also. Nur ich werde jetzt hier vorsichtig natürlich an der Lava sein, weil ich bin nicht unsterblich. Ja gut, später können wir ja dann Feuer-Racy-Tränke brauen und so eine Geschichten, also. Brauchst du gar nicht, wenn du die Power-Armor hast, da kannst du 3 Stunden in der Lava schwimmen gehen. Okay. Ja, ich habe schon in meinem Singleplayer-Let's Play schon gesagt, da ich habe keine Ahnung mehr, was man alles machen kann, also das ist alles Neuland für mich noch. Ah, da werde ich dir nur so einiges beibringen. So, Bleierz. Ja, und ist Lava, noch ein Minenkarren. Oh, ja. Eisenbärenbüsche. Oh Gott. Ich habe gerade Eisenbärenbüsche gefunden. Okay. Lass mal alles ausleuchten. Ach, da hinten ist die Turtle gerade. Ist ja herrlich.
Jetzt kann ich hier erstmal einen Weg durch die Lava bauen, damit ich wieder an die Turtle komme. Ach, ist nicht lustig. Obwohl, die kommt sowieso hinterher zurückgefahren, das ist totaler Schwachsinn. Die kommt immer wieder an ihren Ursprungsstandort, kommt die wieder zurückgefahren. Das ist natürlich cool. Werd's so, trotzdem mal im Auge behalten. Falls die nämlich mal nicht zurückkommen sollte, muss ich die dann holen. Ja. Malaktit Ohr, okay. Ja, nehme ich mal mit, ne? Weiß zwar noch nicht, wofür wir es gebrauchen können, aber naja, was man hat, das hat man, ne? Wir müssen ein bisschen Lava, damit ich das mal eben zubaut. Ja, mach das mal, bevor wir da noch irgendwie reinfallen. Minenkarren da, die würde ich gerne. Würde ich gerne ausnehmen hier. Ich hab keine Goblins mehr, was? Ja, der Schenn-Rucksack. Mal, du bist doch mitten in der Mine, mal, da hast du da wohl genug Kobbel. Ja, ja, ich klopp mir jetzt mal hier schnell, kommt mir so aus der Wand. Schön. Alter, ich bin voll. Rohstoffen. Ja, ich auch gleich. Ja, also Rucksack ist unabdingbar auf jeden Fall. Das ja, ich packe jetzt gerade mal eben hier kurz die ganzen Rohstoffe schon mal in den Rucksack rein, damit ich wenigstens ein bisschen Platz. Ja, ich habe gar keinen Rucksack dabei, das ist das Problem. Es ist nicht so geil. Ich meine, das ist doch voll bei mir im Creeper hochgegangen hier. Das, ja, da müssen wir mal gucken, dass wir dir wieder einen neuen Rucksack craften. Ja, ist aber nicht das Problem, also. Nee, das ist ja, ich meine, da müssen wir noch ein bisschen Leder suchen gehen, aber das ist ja kleine Rübe. Da habe ich Lava mal weitestgehend zugebaut jetzt. Huch. Und meine Spitzhacke ist auch gleich flöten. Boah, ich will trotzdem mal rüber zur Turtle gehen, aber ich habe Angst, dass ich in die Lava fall. Scheiße, ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Cobblestone hier aus der Wand nehmen, weil zum Rüberbauen. Mache ich die ganze Zeit schon. Ich habe jetzt gleich eine ganze Spitzhacke verbraten hier. Aber es lohnt sich auch. Was mir in Rohstoffen rausholen kann, ist nicht von schlechten Eltern hier. Ja, lohnt sich so richtig. Also für Kohle können wir auf jeden Fall auch noch so ein Fass anlegen, vorerst mal. Ja. Da haben wir jetzt schon einiges zusammen. Kohle werden wir so viel kriegen, alleine schon nicht die Turtle. Was haben wir denn hier? Dornen, hölzerner TNT-Waggon, Schienen und Eisenspitzhacke. Eisenspitzhacke, nimm mit. Nimm mit. Ach, hier oben sind noch Diamanten. Was haben wir da oben? Man, hinter werden wir es wegschmeißen, aber... Jetzt können wir das noch ganz gut gebrauchen. Schmeiß doch keine Werkzeuge weg hier. Oh, Aluminium-Oberry-Busch. Aber die nehme ich eher nicht mit, weil die sind hier im Lava. Da drin, Stahlbahn, Sägemehl, Lore-Schiene, Stahlblock. Aha. Okay. Ich stelle fest, ich brauche Platz. So. Also wenn ich jetzt in eine Lava hier falle, das wäre ziemlich ungeil, weil ich habe nämlich die erste mit Tasche. So, das machen wir jetzt mal kurz an. Ganz einfach. Habe ich Holz dabei? Nee, natürlich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal her und craft mal 3-4 Doppelkisten. Ja. Einfach mal nur, um zu sehen, was wir jetzt aus ein paar Minuten hier alles an Ausbeute rausgeholt haben. Ja, mach du mal ruhig. Einfach mal so zur Neugier. So, das ist scheiße. 2, 3, 4 langt. Sehr gut. So. Ah, guck mal, da ist der Turtle-Gang. Da ist der Turtle-Gang. Bam, 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 bam. So. Schmeiß ich mal kurz alles rein hier. Pilzsuppen behalte ich mal. Alter Schwede, die ist hier wirklich mitten in die Lava gefahren, ey. So, ich muss die Diamanten nämlich noch ausgraben unten. Boah, krass, ey, hier ist schon wieder Lava. Okay. So. Den mache ich das denn am besten? Mal dazu. Ich habe mal eben ein paar Kisten gesetzt in der Hütte. Ja. Da, kannst du mal reinschmeißen. Das sind 2 Doppelkisten, kannst einfach mal reinschmeißen und einfach mal, dass man mal sieht, was man jetzt so in ein paar Minuten hier alles rausgegraben hat. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt, ne? Ja, würde ich sagen, ne? So, ich grab mal hier weiter die ganze Kohle raus. Cobbles. So. Hier ist Obsidian. Ja, gucken, wo die Turtle abgeblieben ist. Aluminium. Alter, die sind immer noch im Graben.
Oh, meine Spitzhacke ist flöten. Ja, schön hier schon mit der Eisen. Eisen. So, praktisch, dass hier eine Eisenspitzhacke in der Truhe lag. In der Lora. Ich habe mir eigentlich hinterüberlegt, dass wir die Turtle hinterher komplett abschaffen. Dass wir uns Quarries setzen, aber jetzt, wo ich das sehe, ganz ehrlich, wir machen Turtles und Quarries. Ja, das ist ja dann Technik, das ist deine Abteilung, dann haben wir ja schon gesagt, das ist... Aber wenn wir Turtles und Quarries machen, dann können wir uns wirklich mit Rohstoffen zuscheißen. Okay. So, Cobbles hier mal eben zubauen. Huch. So. So. Dann passiert mal damit, machen wir nichts mehr. Sehr schön. Ich gehe mir hier weiter Redstone und Kohle und alles aus der Wand rum, was ich finde hier. Nimm alles mit, Thomas. Wir können doch alles gebrauchen. Kies ohne Ende hier. Richtig geil. Glaub mir da dabei hinterher, wenn du Eisen oder sowas siehst, dann bist du sagen, Eisen. Da kannst du mir schlecht spielen, so eine Farmhure. Glaub mir hinterher, wenn du 333 km/h im E-System drin hast, dann, ne? Mal abwarten. Ich bin so eine richtige Farmhure. Ich hab gerne Massen, nehme da alles mit hier. Smaragde. Rate mal, welches Lied gerade in der Playlist läuft. Nadel und Faden? Ja. So, noch ein bisschen Cadmium-Erz hier. So. Wir haben noch Kohle. Ich sehe. Du brauchst etwas Trosten. So. Waren denn die Diamanten hier? Hallo? Waren noch Diamanten? War noch ein bisschen Eisenerz hier. Hier hat einer wohl die Dias vor der Nase weggeklaut. Nee. Also die Turtle kommt ja hier gar nicht hin. Ja, die Turtle hat sich gerade zu dir geportet. Instant, die hat sich schnell deine Port-Button gedrückt hier. Alter, ist ja Kies, geil. Also ich hab gleich ein da ist Lava, Eisen, was ich mir nach oben bringe. Da ist Lava, finde ich nicht witzig. Wo sind denn die Dias? So gar nicht. Alter, ich sehe Salpeter, das gibt's ja gar nicht. Sehr strange auf der Begebenheit hier. So ein bisschen Eisen. Huch, Hilfe. Leck. Ach, hier ist noch Yellow White Ore. Ich nehme alles mit hier. Das ist. Brauchen wir dann für unsere Atommeiler hier. Irgendwo stirbt gerade ein Skelett. Also willst du hinterher auch einen Atommeiler? Ja. Au, au, au. Also sagst du nicht Atomkraft, nein, danke, du sagst Atomkraft, ja, bitte. Virtuell gesehen, ja. Finde ich gut. Da dann allerdings mit Freunden, das kannst du mal wissen. Ach, wo sind die Diamanten, ne? Weil jetzt mich verarschen hier oder was? Was meinst du, wenn du dich freust, wenn da der Atommeiler in die Luft fliegt? Dann hast du, dann ist Polen offen, dann ist nämlich die Karte weg. Ach, was? Oh doch. Sag mal, wo ist denn hier, bin ich jetzt besoffen oder was? Wo sind die scheiß Diamanten? Hä? Jetzt muss ich verarschen? Bin ich jetzt blöd oder was hier? Das war rein rhetorisch, wollte ich keine ernst gemeinte Antwort drauf haben. Okay. Ich sag's nur vorher. Da sind sie doch. Sag mal, doch, da bin ich doch nicht bekifft hier. Kann doch nicht wahr sein. Yay, ein Diamant. Oh ne, zwei, okay. Yay. Ich hab jetzt gesagt. Drei, okay, vier. Wow. Fünf, sechs. Ach, schon mehr Dias gerade mit Tasche wie ich, ey. Sechs Diamanten. Na, siehste. Oh, ich hab gerade auch zwei Dias. Ja, zwei Dias hat er gefunden. Die kommt gerade zurück. Na, sehr schön. Und der ist noch ein Redstone in der Wand. Lol, mir sind die Pilze oben ausgegangen. Ja, ich hab noch eine. Da geht's auch nochmal hoch. Alter.
Deine Finger sind zu dick. Nochmal Lava finde ich nicht witzig. Nicht anzuweinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Ah, komm ums Eck hier. Alter, das ist ein ganzes Minensystem hier. Ja. Uranerz. Aua. Alter, ich töte. Noch mehr Diamanten. Oh. Und noch mehr Lava, wer hätte es gedacht? Erstmal die Diamanten aus der Wand ruppen. Oh, das ist aber mies. Ey, Obsidian hat die auch mit abgebaut. Na also. Ja, richtig geil, ne? Ja, erstmal die Lava zubauen eben. So. Das läuft gerade so weit von bei uns, ey. Ja. Würde ich doch mal hoffen hier. Und schon wieder an dir. Na also, das wird doch. Unser Dia-Vorrat wächst und wächst. Ja, meine Fackeln sind ausgegangen, das ist ja prickelnd. Das ist nicht so gut. So. Sobald wir unsere Power-Armor haben, haben wir unendlich Fackeln. Dann baust du die hier mit Glowstone, ich glaube ein Servomodul war das gewesen, das ist total billig. Und dann kannst du so Lampen aus deinem Handschuh rausschießen. Und die werden einfach nicht leer. Okay. Das ist richtig geil. Das ganze Wasser abdrehen hier gerade. So, habe ich noch Stickies dabei? Nein, natürlich nicht. Die Zäune kann man nicht zu Stickies umbrezeln. Na, ist ja prickelnd. Ging das nicht auch so? Mein Gott, ich muss schon die ganze Zeit jetzt hier hinter der Turtle stehen und immer mal wieder was rausnehmen, sonst läuft die voll. Nee. Ja, du kannst. Achso, ich habe jetzt übrigens 10 Dias in der Tasche. Kleiner Pause hier. Das ist jetzt für was Besseres, hä? Nein. Was ist das denn? Mal, wie lange ist unsere Folge eigentlich? Das finde ich mal mies hier. Sag mal du, wie lange ist denn die Folge? Weiß ich noch nicht. Guck gleich mal. Nachdem ich rausgefunden habe, was das da vorne ist. Bleib jetzt. Mensch. Ist doch. Alter. Hier sind auch Fackeln. Hä? Ach, ich glaube, das war dein Weg. Hier quer durch Lava. Ja, das ist von der Turtle der Weg. Ja, die war ja schon unterwegs. Was ist das denn? Aluminiumbärenbusch. Ach so. Ja, bau die nicht ab. Darunter ist Lava. Ich stehe doch nebendran auf dem Stein. Ja gut, wenn du das hinkriegst, dann nimm mit. Ja, hier war die Turtle unterwegs, man sieht's. So, ich mache mich jetzt aber mal straight on Richtung Heimat unterwegs. Schwupp. Mal abladen. Schon wieder Dias. Und noch mehr Dias. Ja, ich hab 6 Dias jetzt in der Tasche. So. Lohnt sich. Also direkt. Ich hab 12 Dias in der Tasche. Direkt mal 3,5 Stacks. Alter, noch ein Dia und noch ein Dia. Direkt mal 3,5 Stacks Alter. Redstone abgekrabbelt. Lohnt sich. So, die Cobbles. War wahrscheinlich gar nicht viele von. Wo fliegst denn du gerade rum? Ich bin gerade mit Mine. Die Turtle ist gerade fertig. Okay. Ich kann mich ja gar nicht zu dir porten, ne? Das ist ja. Oder fertig, also doch, kann ich. Stehst du gerade safe, oder? Ich würde es nicht machen, weil du könntest jetzt, wenn du dich portest, im Wand landen. Ja, dann grab mal irgendwie so kurz 2-3 Blöcke außenrum frei. Mache ich gleich. Dann würde ich nämlich gerade mal eine Ladung Sachen mitnehmen, dass wir auch wirklich alles mitnehmen können. Ich habe alles mit. Ach so. Ja. Guck jetzt nochmal eben kurz. Die Ender Chest habe ich, die Turtle, wo ist die Turtle? Ach, die Turtle habe ich da. Oh, wichtig, Turtle mitnehmen. Goldschätzchen, brauchen wir noch. Ja. So, ich komme jetzt nach Hause. Ja, komm mal ran hier. So. Dann pack erstmal alles in die Kiste hier zum Gucken, was wir jetzt alles haben. Ja. Da hinten, die hintere habe ich schon angefangen hier. Die? Genau. So, warte mal, ich packe jetzt aber nur die Rohstoffe da rein. Ja, die Cobbles kannst du im Prinzip auch reinschmeißen. Die kann man dann auch gleich verwursten.
Alter, wie viel Redstone? Dann war auch mal direkt. Ich hab noch mehr Redstone. Ja, ja, hau rein. Nur direkt noch weiter verwursten. Ja, das lohnt sich ja mal. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir uns mal die ersten Stromquellen, damit wir langsam anfangen können, uns technisch weiterzuentwickeln, damit wir Macerator und sowas bauen können. Dann können wir nämlich die ganzen Rohstoffe nochmal vervielfältigen. Okay, ist ja jetzt kein bisschen übertrieben oder so, ne? Nee, wir brauchen das alles jetzt ohne Scheiß. Wir brauchen so viel Eisen und alles. Okay. Was wollte ich bauen? Achso, ich pack unsere Turtle und die dazugehörige Ender Chest habe ich jetzt auch mal mit in die Kiste unten reingelegt. Ja, ja, die hat sich schon drin. Was wollte ich denn jetzt? Achso, ja, genau, halbe Stufen da. Und der Rest hat es alles crap. Mal irgendwo noch Baumstämme? Weiß ich nicht. Nicht so wirklich, ne. Wo hast du denn die Dias hingetan? Die noch in der Kiste, habe ich nicht weg. Braucht mal kurz ein bisschen Holz. Ach da. Wachse nämlich gerade schon mal hier rüber. Ja, wir mit 26 Dias. Alter. Ist aber wenig, das ist richtig wenig. Hinter haben wir ein paar tausend. Ja, ach, du mit deinen Spinnereien hier, vervielfältiger und talala, was nicht gesehen, das ist ja. Geil, wir haben schon mal HAL SA. Das ist schon mal gut. Ja. Das ist schon mal gut. Ich weiß, ich habe daraus schon Werkzeuge gebaut. Können wir nämlich aus Rotary Craft, können wir nämlich dann auch viele Sachen machen. Ja. Mm. So, ich baue mal hier eben noch eine kleine Box hier. Das. Ich brauche noch eine Truhe. Truhe. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall das nächste Mal, werden wir uns schon mal ein Solarpanel bauen, damit wir schon mal Macerator und so was bauen können, weil vorher werden wir nämlich auch die Rohstoffe nicht einschmelzen. Aber was sollen wir uns jetzt den Teil davon wegkloppen, wenn wir es vervielfältigen können? So, Redstone. Zack. So, wir haben mal direkt 498 Redstone auf der Tasche. Das ist aber noch richtig, richtig. 498 Redstone direkt mal in eine Kiste reingefahren hat. Hallo, da so. Solar Panel. Ich glaube mal kurz die ganzen Ressourcen rein. Oh, Ulrika, das wird nächstes Mal heftig. Dünnelleisenerz, okay, Golderz. Also Leute, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Die nächsten Folgen, das werden Crafting-Folgen. Ja, gehört aber dazu, mein. Warte mal, ich nehme mal hier die beiden Sachen hier für die Turtle raus. Ich leg die hier vorne, lass die Kiste mal hier stehen, hier vorne. Da packen wir immer die Turtle rein. Ja, oder die Turtles, wenn wir hinter noch mehrere haben. Wenn wir da die Sachen reinpacken. Wir haben Silbererz bereits im ersten Stack schon voll. Hier der Red Ore. Meinst du Florian Silbereisen? Raus hier, ey. Immer Florian Silbereisen, immer der muss sein, immer das ist ein Witz fürs Leben. Ja, ja, das ist alles auch noch mehr. Ja, mehr der ganze Redstone. Typ, da ist ein Witz, aber das ist eine andere Sache, ne? Ja, das ist richtig. So. Wo hast du Seeds und sowas hingelegt? Einfach hier in den Kistenkisten, den wir noch sortieren, da das einfach rein damit. Ja gut, das können wir hinterher mal mit dem Sortieren. Die Baumstämme hier gibt's ja gar nicht. Dann die Schüsseln da mal wieder rein. Hier abkrabbeln gehen. Warte mal, das lege ich mal rüber. Das sind Shields, die können wir auch mal mit darüber legen. Ja, Baum ist leer, hat's ja gelohnt. Okay, nehmen wir auch immer noch ein bisschen totes Holz hier weg, das können wir ja auch nehmen. Ja, kann man doch schön zum hier Kistencraften nehmen und so Zeugs, geht ja. Ja, ja, klar. Ups. Ach genau, du hast ja hier das Redstone, hast du ja in den Barrel mit reingepackt. Genau. So, dann nehme ich nämlich mal eben kurz das Redstone hier noch mit raus, was ich hier noch finde. Ja, ich habe auch noch ein bisschen in der Tasche. Gut. Habe auch noch ein bisschen mit rausgenommen, dass wir mal alles zusammen haben. Jetzt gerade für so Sachen lohnen sich Barrels halt wahnsinnig. Alter. 8x64. Ja. Alter. Da geht was, ne? Da geht was. Da geht aber noch mehr.
Cobblestone ist ja auch schön, ne? 13 mal 64. Ja, deswegen habe ich das Ding gebaut, weil das nur einen genauso viel Platz wie eine Truhe braucht. Wir können ja, die Truhe zwar auch upgraden, genau. Tralala, aber... Warte mal, Gravel hast du doch auch schon so ein Ding gemacht, ne? Nein, für Gravel noch nicht. Das könnten wir mal eben kurz machen, weil ich suche mal eben gerade kurz den Gravel hier raus. Ja. Den normalen zumindest. Such mal zusammen. Warte mal, da ist... nein, das wollte ich nicht. Da ist noch Cobble, den kann ich gleich. Gravel. Dann haben wir hier. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Nein. Auch Kohle haben wir auch schon 215. Nee, nichts. Redstone haben wir jetzt 660. So, 90. Nehmen wir den hier oben. Oben links, genau, den habe ich ja extra freigeräumt dafür. So. Mehr Gravel? Nein. Na, das lohnt sich mal auf jeden Fall. Also, hätte ich nicht erwartet. So. Eisenkies, Glas, bla bla. Warte mal, ich würde aber gerne unsere... Büsche nochmal hinsetzen. Ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich die reingetan. Ich muss nochmal gucken, wo die drin sind, weiß ich nicht. So, die Kisten nehmen wir mal kurz wieder auseinander hier. War jetzt nur kurz so zum Zusammenhacken. Ja, so, genau. Was ich auch noch baue, wir werden nämlich noch massig haben davon später. Also ich zumindest, der Eronia wird ja eh hier alles mit auf seinem ME-System da zusammen schraddeln. Nicht nur, wir brauchen noch so viel. Das wird jetzt richtig heftig, die nächsten Sachen. Deswegen, wir haben auch gar keine Zeit mehr hinter dafür, so wirklich farmen zu gehen, weil das so hardcore hinter wird. Da sind wir hier wirklich nur noch am Craften, also. Okay. Wird richtig heftig, aber hinter, wenn du alles so gecraftet hast, dann ist das alles kein Ding. So, mal kurz an dir noch die meisten Sachen abgelegt, sehr schön. So, dann kloppen wir mir alles rein, was wir schon drin haben. Ein paar Bretter. Da kann ich nochmal das reinballern. Achso, haben wir da nochmal hier auf Tasche. So. Sticky ist das mal auf Tasche. Das können wir mal alles wegpacken noch hier. So. Machen wir kurz alles weg hier. Verstehe nicht, warum ich die hier nicht hinballern kann. Was denn? Hier die Büsche. Büsche? Weil drinnen kann ich sie zum Beispiel setzen. Naja, dann machen wir sie hier hin. Ja, verschandle wieder mein Haus. Ah, stimmt, genau. Ich weiß, warum das ist. Einige brauchen Dunkelheit, einige Büsche und einige Büsche brauchen Helligkeit. Achso. Okay. Warte mal, dann können wir eigentlich mal... Wir haben doch hier hinten sowieso noch Platz. Dann mache ich hier hinten nämlich mal so eine kleine Ecke für die Büsche. Ja, das kannst du machen. Jo. So. Das reicht schon, dann hole ich mal kurz meine Büsche. Haben wir denn genug? Ja, das Land. Okay. Jo. Wo ich jetzt hier hingepackt? Da. Deine Aluminiumbüsche, die könntest du eigentlich auch hier hinten hinsetzen, weil ich meine, die brauchen auch Dunkelheit. Kannst du mal eben hinsetzen? Wenn ich setze die vor der Tür. Ich bin ja gerade noch bloß am Klöppeln. Hast du die im Inventar oder wo hast du die? Im Inventar habe ich nicht, wenn dann in der Kiste. Eine Kiste. Achso, ich brauche ja noch hier, warte mal, also... Hast du nur einen Aluminiumbusch mitgenommen? Ja, der andere ist mir in der Lava verbrannt. Achso, ja, mein Gott, passiert. So. So. Obwohl, den setze ich mal hier rüber. Brauche ich noch hier... Ach, man braucht ja hier... Kacke da, das ist doch... Oder war das so? Nee, so. So. Oh, ich freue mich da gar nicht drauf. Jetzt muss ich erstmal hier Solarpanel, weil das ist erstmal das günstigste für uns. Oh mein Gott. Okay, Kohl, das so. Ist einfach. Zack. Glas kriege ich auch hin. Okay, da brauchen wir Kupfer für eine Iron Plate. Ich habe uns mal einen Zaubertisch hier eben hingeklöppelt. Forge Hammer, okay. So. Kohle packen wir noch in eine Kiste drin hier. Warte mal, ich hätte doch hier... Warum was denn? Jetzt haben wir fast 1000 Cobblestone, 660 Redstone, 200 Kohle. Wieder, sagen wir mal, jetzt mal Aufnahmepäuschen, ne?
Ja, warte, ich wollte nur mal kurz den Fortschirm mal machen, dann kommt das. Was war letzte Folge kürzer, dann haben wir jetzt länger. Ja, mein Gott. 15 Minuten, passt. So, wo hab ich denn? Ich hab doch hier noch Iron da. Lass mir nur mal eben kurz den Forge mal hier bauen, weil sonst vergesse ich das nächste Mal wieder. So. Hier haben wir noch Sticks. Das Schöne ist, die Forgehammer, die brauchen wir jetzt erstmal nur. Später brauchen wir die nicht mehr. Später machst du das nämlich alles in dieser, ach, wie heißt die Maschine nochmal? Nicht Rolling Machine, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Okay, da kannst du dir da mit Eisenplatten, Aluminiumplatten, damit kannst du alles herstellen. Okay. Das ist günstiger wie die Forgehammer, weil die Forgehammer, die kosten jedes Mal 5 Eisen und Sticks. Ja, da. Und die Maschine macht unendlich viele Platten, die geht nicht kaputt. Okay. Deswegen ist das hintergünstiger. Ja, wenn du das sagst. Nee, nicht Barrel Hammer. Ich brauche den Forge Hammer. Wie war der denn nochmal? Geh mal knacken in der Zeit. Jo, mach das. Das regnet super. Dein ganz Ortschämmer. So, ich bin soweit. Wo bist du? Wir haben uns eigentlich ein schönes Fleckchen ausgesucht. Das ist alles kreuz und quer bunt gemischt hier. Ja, das stimmt, ey. Ja. Aber das Haus muss man noch umbauen, das sieht genau. Ja, das sieht aus wie Rotze. Jetzt muss ich aufs Maul haben hier, ey. Was ist denn los? Ist ein Problem oder was, ey? Ich hau dir mit meinem Fortschimmer aufs Maul. Okay, kannst du machen. Erstmal, ich hab nur eine Hand. Ups. Hier kannst du deinen Grabstein einsammeln. Wo ist der? Hier. Ganze Hütte verschandeln hier, oder was? So. Also den Fortschimmer, den habe ich schon mal für das nächste Mal, also da kann ich dann auf jeden Fall das nächste Mal weitermachen. Ja. Weizen müsste bis das nächste Mal müsste eigentlich auch gewachsen sein. Das heißt, dann können wir uns auf jeden Fall auch schon mal wieder was zu essen machen. Dann werden wir vielleicht mal gucken, dass wir uns vielleicht draußen vor der Tür direkt mal ein paar Felder machen. Ja, können wir ja machen, das Ganze ein bisschen an Ebenen hier, tralala. Du, das war jetzt mal ein kleines Folgenpäuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen von unserer Seite aus. Und wenn ihr mehr sehen wollt, geht in die Playlist, guckt auf unseren Kanälen, da gibt es mehr Videos zu sehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge RVZ besser wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zum Endcut dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen rauf lassen. Das hilft nicht nur mir und der Serie. Nein, ich kann auch einen Überblick behalten, was ihr gerne sehen wollt und was nicht. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dürft ihr mir auch gerne einen Daumen runter geben. Allerdings würde ich euch dann bitten, hinterlasst mir einen Kommentar, sowohl bei Daumen rauf als auch Daumen runter, warum es euch gefallen hat oder eben nicht. Hier oben in dem breiten Bild kommt ihr zu meiner Playlist Alle Games Alphabetisch. Hier unten links kommt ihr zu meinem Kanal. Und hier unten rechts kommt ihr zu meinem All-Time-LPT-Partner Ironia LP zu seinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Seht euch nicht so viel Schrott an und bis zum nächsten Mal. Ciao.